Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur Demo von Starship Troopers Terran Command. Im letzten Video haben wir uns ja das Tutorial-Video und Intro-Video angeschaut und haben auch die erste Mission Pacification gespielt. Wenn ihr das verpasst habt, dann schaut gerne in die Infokarte, dort verlinke ich euch das Video noch. Und heute machen wir weiter mit der zweiten Mission aus der Demo Hole Patrol. In order to permanently eliminate the Arknight threat on Quasha, Qualsha, dieser Planet heißt irgendwie so, we must burn the bugs out of their underground colonies. All major hives must be located, assaulted and eradicated. Okay, this dangerous task will now be undertaken by our troopers in the Delta 5 sector, where a network of bug holes have been spotted along an important trade route. Ich glaube, das ist die Mission, die man auch schon mal in den Preview-Streams und Videos von Thitheran selber sehen konnte. Und wir gucken mal rein, was hier als Intro kommt. With the size of the bug problem now clear, immediate action is needed. The mobile infantry moves into gear to protect Qualsha, its mines and its people. Qualsha heißt der Planet, muss ich mir merken. Gut, wir können sogar hier die Schwierigkeit festlegen, wenn wir es uns leichter oder schwerer machen wollen. Weapon Damage Modifikator wird quasi hier reduziert oder erhöht, je nachdem. Wir lassen es natürlich mal auf Normal Difficulty und starten mal den Krieg hier. Click to join the battle. Command has identified numerous bug holes in the area. And guess whose job it is to clean them out. Get your squads over to the supply base ASAP and we'll go from there. Move out. Okay. Wir müssen darüber. New Objective, reach the Allied Outpost. Okay, wir machen hier mal unsere Gruppe 1. Zack. Survivors, take down those bugs. Oh, da lebt ja noch einer. Oh, er hat noch einen mitgenommen. Shit. So. Zwei Stück haben überlebt, aber das war zum Glück jetzt keine Haupt... Oh, oh. Okay. So viel zu den Überlebenden. Ah, wir können die Bugs immerhin ablenken. Wir bewegen uns aber mal weiter. Nicht, dass noch mehr Bugs kommen. Radio Station up ahead. We should be able to cut through this interference and get some reinforcements. Ja, durch die Interferenz durch und... Okay, call HQ and get another squad dropped on this position. We're gonna need all the help we can get. Können wir die hier übernehmen, die Squads? New Objective, deploy 3 Rifle Trooper Squads. Okay, das mache ich genau wie, indem ich hier draufklicke und... Find a firing position, people. Use the high ground. Use the high ground. Ach, hier oben sind wir auf high ground, oder was? Hallo. So, die können ja auch noch mitschießen. Okay, das sieht doch gut aus. So, damit haben wir 3 Rifle Platoons. Wir machen mal das hier auf die 2. We can keep killing them, but they'll keep coming until we seal those bug holes. The first bug cave is nearby. Get over there and take it out. So, dann greifen wir mal an. Die bleiben ja anscheinend hier stehen. Die kann man nicht übernehmen. Und wir sollen uns ums erste Bughive kümmern. Ich bin gespannt, ob es in dem fertigen Spiel auch unterirdische Missionen gibt. Ich meine, wir wissen es ja aus dem Hauptfilm heraus, dass man dann auch gegen den Brain Bug unterirdisch in die Tunnel rein musste. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Oh, da haben wir einen verloren. So, wir stellen uns mal hier auf. Hier können wir auch den High Ground nutzen.
Use grenades against the bug holes, okay. Ist das hier ein... Oh shit, oh shit, oh shit. Da kommen immer mehr raus. Oh, weg hier. Okay, the bugs are down. Get a squad in that bug hole to seal it up. They're going to take some casualties, but that's what we're here for. Ah, die füllen sich immer wieder auf. Wir müssen also schnell sein hier. Ah, das reicht schon. Bug Hive declared. Okay. Orders are to expand your foothold in the sector. Capture the local radio stations to use them as staging points for operations to take out arachnid colonies. Arachnid colonies, okay. Also wir müssen da oben hin. Ich würde vorher gerne mal das Squad hierhin zurückschicken, um mich aufzumunitionieren. Da, wir gruppieren die mal um. Die werden mal zur 1 und das hier wird jetzt zur 2, damit wir immer zu zweit vorrücken können. Damit die hier in der Zwischenzeit erstmal die Straße abdecken. Und die hier gehen zurück und wobei es wäre eigentlich fast weit näher gewesen da. Schicken die mal dahin. Da liegen tote Bugs. So, die 2 ist fast da. Dropship Transport. Was ist das? Transport units rapidly between two drop sites or recall a unit into orbit from where it can be disbanded. Ah ja, okay. Das heißt, man kann sie hin und her transportieren oder halt auflösen, wenn man sie nicht braucht. Bekommt man dann höchstwahrscheinlich den Supply zurück. So. Die sind wieder aufmunitioniert, beziehungsweise aufgefrischt. Und jetzt bewegen wir die hier mal nach vorne. Naja. Bugs inside. Da sind auch noch welche. So, die bewegen sich mal dahin, die bewegen sich mal dahin. Das mit diesen Schusslinien ist manchmal ein bisschen strange, weil wir haben ja im Video letztes Mal gelernt, dass Schusslinien blockiert werden können, aber komischerweise schaffen sie es dann doch immer noch über diese Trucks rüber zu schießen. Der sieht aber aus wie dieser Tesla-Truck, das ist ja witzig. Also sie schaffen das teilweise über diese Trucks oder durch die Trucks durchzuschießen, was irgendwie nicht ganz logisch ist für mich. So, wir nehmen die Station hier ein. Hier gibt es anscheinend auch noch ein Supply Depot, ein Delivery. Guess we're gonna have a busy day at the office then. Alright. We're gonna need combat engineers and MG turrets. Okay, er will Ingenieure haben. Die sollen wir wohl jetzt rufen. Rifle Troopers require Support Center. Deploy Support Center hier. Okay, das geht wie? Einfach draufklicken und dann... Ach ja, dann haben wir hier den, den War Support. Use Total haben wir 2. Und wenn wir jetzt hier, können wir das Deploy Support Center rufen. Und damit bekommen wir dann die Engineers. Okay. Calling Engineers ASAP. ASAP. As soon as possible. Deploy 2 Engineers Squads. Okay, wir brauchen noch ein zweites. Dann packen wir die hier hin. Das heißt, die wären dann Team 2 und die. Engineers earning their pay. We need 2 MG turrets covering the outpost before Archie comes to crash this party. Also, das wird die 1. Construct 2 MG turrets. Okay, hat er gesagt, wo ich die. Einen sollen wir da bauen. Das können die hier also machen. Hier haben wir die Turrets. Können wir die auch noch ausrichten? Ich vermute mal dann... Tja, in welche Richtung sollen wir die ausrichten? Können die sich in beide Richtungen drehen? Wir bauen den mal dahin. Und den anderen können die da oben bauen.
Höchstwahrscheinlich kann der Turm sich in 360 Grad drehen oder so. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das sind die Türme, die ja eigentlich in die schießen. Das Einzige, was passieren kann, dass sie überhitzen. Das haben wir ja schon gelernt. Bauen die das jetzt noch? Oh. Oh. Die nutzen den High Ground hier. Das ist scheiße. Wir stellen die Troopers mal hier hinter, damit die Türme arbeiten können. Wir haben die Türme gebaut. Construct to... das erkennt er irgendwie nicht an. Hier steht Construct 2 MG Turrets, 1 von 2. Wir haben 2 gebaut. Das ist doch doof jetzt. Kann man die wieder abreißen? Hold fire, stop, attack move, demolish. Kriegen wir da die, den Ward? Kriegen wir da den War Support wieder? So, pass mal auf. Demolish. Remove this unit to recover its War Support costs. Okay, wir machen das mal. Und... Ach, guck mal. Ach doch, den hat er gewährt, aber den hier oben hat er nicht... Was zur Hölle? Okay, bau mal dahin. So, die... Die frischen wir mal auf. Hier. Zack. Die hier rücken weiter vor. Da ist ja das nächste Bughive, was wir rausnehmen sollen. Ach, dann müssen wir den nur reparieren. Der war noch nicht fertig oder irgendwas. Okay. So, die rücken mal vor. Die gehen mal hier hin. Und sagen mal Hello again. Jetzt sind wir bei 2 von 2. Jetzt funktioniert es. Gut, dann können die hier wieder mit hochgehen. Dann müssen die nämlich helfen. Oh shit, oh shit. Könnt ihr mal bitte, könnt ihr mal bitte. Oh oh. So, die gehen dahin. Die gehen zurück zum Auffrischen. Und die machen sich... Oh Gott, shit. Da kommen die nächsten. This population is not... Okay. Mist. Wieso arbeiten... Wieso kämpfen nicht die Ingenieure? Komm, 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 greif die da an. Die Ingenieure gehen drauf. Okay, jetzt rein mit euch dort. So, ihr geht mal bitte zurück. Ihr frischt euch auf. Die sind ins Bughive rein. Haben das zerstört, oder? Bughive. Ja, ist geklärt, so wie es aussieht. Die kommen wieder raus. Sehr schön. Gut, dann... Kann man das hier kaputt machen, diese Hecken oder was? So, die sind aufgefrischt. Die brauchen wir hier nicht mehr. New Threat, Spitterbugs. Oh Gott. Das wird lustig. So, die sind full gereforced. Die sind auch on reforce. Die müssen sich noch heilen. Was haben wir hier? Wir haben noch 1 von 1 Delivery Platform Use Total. Okay. So. Auffüllen. Die gehen nach vorne. Die gehen nach vorne. Die gehen nach vorne. Alle gehen nach vorne. So. Dann können wir auch wieder unsere Gruppen nutzen. Die 1 stellt sich hier hin. Die 2 geht bitte hier auf den High Ground.
Hier haben wir irgendwie Thornbush und das Dornenbusch. Kann man den angreifen? So, die 1 stellt sich hier hin. Die 2 greift irgendwie diesen Dornenbusch an. Und die können ja von hier oben versuchen, hier auf die Bugs drauf zu gehen. Ah, diese Stelle hier kenne ich. Da wird später eine Basis stehen. Take out that bug nest. Buglayers. Ah ja, das ist das nächste. Wieso greifen die nicht an? Ah, jetzt. Wie komme ich hier runter? So, die... Those MGs aren't getting enough action back there. Get them disbanded and then redeploy them up at the bridge. Okay, wir sollen disbanden, sagt er. Demolish mit Q. Und jetzt können wir da neue bauen. Turret. Man sieht da nicht so richtig, wie lange die brauchen, um die zu bauen. Ach doch, hier, die laufen dann langsam voll. Okay. Okay, das ist ja wie Tontauben schießen gerade. So, die sind fertig. Dann nehmen wir mal die 2. Und gehen mal hier runter, um... We'll keep spawning bugs until destroyed. Okay, das heißt, sie werden immer wieder dort Bugs spawnen. Wir müssen da also irgendwie rein. Und das Ding zerstören. Ah ja, okay, verstehe. Kavumski. So, die Türme defenden uns da oben ganz gut. Das ist super. So, und damit sind hier die Bugs auf jeden Fall zerstört. Team 2 stellt sich bitte mal dort auf. Team 1 muss eigentlich hier oben im Bug... Oh, das sind mehrere Buglöcher. Okay. Ach, das sind diese Spitter. Okay, ich verstehe. Okay, dann geht ihr mal bitte zurück. Und dann gehen wir mit der Einsatz mal hier hoch. Weil gegen diese Spuckviecher haben wir gerade nicht so richtig was, was wir dagegen anwenden können. Hier ist halt das ein Hive. Das können wir uns ja für später aufheben. Und hier ist noch eine Basis. Oh, hier ist eine Engstelle, das ist blöd. Werft eine Granate bitte da rein. Da bitte die Ingenieure. Hallo? So, in der Zwischenzeit füllen wir die hier auf. So. Ah, diese Spuckviecher sind schon ein bisschen nervig. Da habe ich gerade kein wirkliches, die Ingenieure gehen jetzt raus, scheiße. Da habe ich gerade kein wirkliches Mittel dagegen, das ist ein bisschen kacke. Ich hätte gerne neue Ingenieure. Das gefällt mir gerade nicht wirklich. Wie
Wie kommen wir an die ran? Spitterbugs. Federal Intelligence has detected the presence of Spitterbugs. They will likely be encountered in battle soon. Ja, wow, okay. Das ist eine wahnsinnige Information hier für uns. Schwierig. Haben wir noch Türme, die wir setzen können? War you? Ah ja, wir haben noch. Wir können noch einen Turm bauen. Bau den mal bitte dahin. Okay, das funktioniert ja nicht. Weil er direkt zerstört wird. Tricky, tricky, tricky. Komm mal her. Wir versuchen es einfach nochmal. Hier. Nicht ganz so einfach. Muss man wirklich ein bisschen gucken, dass man hier... Ach hier, und hier sieht man quasi die Anzeige für die Überhitzung. Okay, gut zu wissen. Kommt man noch anders? Ach, man kommt noch von hier aus an die ran. Ah, okay. High Ground. So, dann versuchen wir das hier rüber. Die müssen auf jeden Fall... Oh, oh, oh! Die Ingenieure rennen aber auch immer so direkt rein hier. Das ist nicht gut. So. Send a unit. Okay, rein da mit euch. Dann nehmen wir halt erst diesen Bughive auseinander. Sehr schön. Sir, HQ on the net. They're asking why the area isn't cleared yet. Ich bin doch schon dabei. But we've been a little busy here. Ja, wir sind wirklich ein bisschen busy hier gewesen. Was ich beim letzten Video ja schon gesagt habe, ich finde es ein bisschen blöd. Es ist ja okay, dass es diese Schusslinien gibt, aber dass die Einheiten dann, wenn man denen den Angriffsbefehl gibt, dass sie nicht selbstständig sich so hinstellen, dass sie helfen können. And those spitterbugs complicate things. Get some snipers deployed and take them out before they get in range. Ah, Sniper bekommen wir jetzt. Sehr schön. So, wir frischen den hier auf. Deploy Command Center. Sehr gut. Damit bekommen wir jetzt Sniper. Wie viele Sniper sollen wir uns holen? Einen. So, die Sniper wären Team 3. Hier können wir übrigens den High Ground wieder nutzen. Können wir hier noch weiter auf den High Ground? So, die 3 geht dahin, die rücken hier nach. So, dann können wir mit der Infantry hier mal vorrücken. Und können jetzt versuchen, das Bug-Lair da auszumerzen. Wie gesagt, dass die, wenn die einen Angriffsbefehl geben, sich nicht selbst in die Stellung suchen, von der sie aus einfach schießen können.
Das wäre schon mal irgendwie geil. Hallo. Was machen die denn da? Die rennen voll rein, obwohl sie einfach nur angreifen sollen. Da leben ja noch welche. So, ihr geht mal bitte zurück. Ihr geht vor. Die gehen mal hier hoch. Die Sniper stellen sich auch da oben hin. So, da haben wir noch ein paar Spitterbugs. Das werden wir gleich in den Griff kriegen. Die frischen sich hier auf. Können wir mit denen von hier aus versuchen zu arbeiten. So, die sind aufgefrischt. Die gehen zurück. Elite-Status reached Snipers. Das geht relativ schnell mit diesem Elite-Status. Da könnte ich mir auch noch ein paar Balancing-Geschichten vorstellen. So. Da kommen die nächsten Spitterbugs. Das ist natürlich scheiße. Die spawnen da echt am laufenden Band. Wir rücken mit der Infanterie vor. Da ist noch einer, der spittert. Ah, da hinten spawnen die auch. Okay, der Bugtunnel muss halt... Oh oh. Man muss wirklich diese Wellen hier abwarten. Bis man da reingehen kann. Scheiße, die gehen da jetzt raus, oder? Ja, da verlieren wir das Squad. Das ist schlecht. Wir brauchen ein neues Squad und wir brauchen vielleicht mal noch mehr Sniper. Wann können wir da rein? Das ist echt strange. So, die gehen mal zurück, um sich aufzufrischen. So, hier kommen die nächsten Sniper. Wann können wir... Also angreifen kann ich da ja... Die können hier hochgehen. Wow, okay, aber ob mir das irgendwas nützt. So, das Squad geht mal hier hin. Sniper gehen dahin. Kann ich das angreifen, den Tunnel? Hm. Können die den Tunnel angreifen? Auch nicht. Wann kann ich in den Tunnel... Ich sehe immer nur, wann die nächsten spawnen, ey. Das ist irgendwie... greift ihr mal an, liebe Ingenieure? Nö, die lassen sich einfach abschlachten. Tschüss! Ja, tschüss. Die gehen da jetzt raus. Okay,
Okay. Irgendwie. Gut, ich versuche jetzt mal mit den Snipern hier hochzugehen. Hallo, könnt ihr mal... Nee. Wie kriege ich dieses Bug-Ding da gesäubert? Das ist, Oh, warum gehen die hier runter? So, wir nehmen jetzt hier den Punkt ein, aber... Radio Post captured. Ja, gut, wir haben jetzt hier den Punkt eingenommen, aber so richtig helfen, weiß ich nicht. Können wir eventuell einmal Ingenieure bitte uns anfordern und hier einfach einen Turm hinsetzen? Irgendwie, ihr könnt euch mal bitte noch in die andere Richtung drehen. Ist so den Turm. Den kann man hier nicht bauen. Warum kann ich den Turm nicht bauen? Ach so, weil ich erstmal wieder Türme abreißen muss, vermute ich mal. Dann reißen wir hier einen Turm ab. Und dann können die bitte ein... Nö, das geht doch trotzdem nicht. Es scheint daran zu liegen, dass hier direkt die Gegner stehen. Oder spawnen. Natürlich die Frage, ist das ein Bug? Oder ist... Haha, ein Bug. Oder ist das beabsichtigt? Kann man da reingehen? Muss man das, den Bughive einfach clearen? Komm jetzt rein da. So, die gehen jetzt rein. Ach, lol. Hä? Oh oh. Okay, you heard the news. Our only chance is to use this valley as a kill zone. Use everything you got. If we don't hold them here, we'll all be dead anyway. Okay, dann die Sniper frischen sich auf. Können sie nicht. Dann geht er so hier hoch. Wir brauchen die Ingenieure, um einen Turm hier hinzubauen. Und wir brauchen die anderen Ingenieure, um hier einen Turm zu bauen. Wir stellen die erstmal hier hin. Die frischen sich auf. Hallo. Wohin schießen die? Ach du lieber Himmel. Shit, 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 shit. Sniper hier hoch. Troopers hier hoch. Die Troopers bitte dahin. Können wir noch mehr Türme bauen? Warte mal, wir müssen mal noch welche abreißen. Du hier bitte mal aus. Und du bitte aus. So, dann Ingenieure. Ach, man kann die Türme nur auf diesen Feld... Ah, man kann sie nicht auf Sand bauen. Jetzt wird mir einiges klar. So, dann die Troopers mal bitte hier hin. Um Spawnende von hier hinten abzufangen. Der baut den Turm noch. Oh, komm, bau, 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 bau. Ach, guck mal, wir kriegen sogar Support. Nice. So, wir nehmen die mal hier weg. Wir tun die Sniper mal hier hin. Und die Trooper bitte dahin. Von da aus können die Sniper nämlich arbeiten. Ach, du Scheiße. So, wir chargen da rein. Die frischen sich auf.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Der eine Turm ist ziemlich überhitzt. Könnt ihr den bitte mal reparieren hier? Aber das war noch nicht alles. Da kommt noch eine Welle, so wie es aussieht. So, die reparieren den Turm, das ist sehr gut. So, den hier bitte auch. Können wir hier flankieren eventuell? Ja, was steht denn da? Ach nee, lol. Das war's. Wow, okay. Gut, das kam jetzt irgendwie überraschend, aber sagen wir mal so, es ist die Demo, gibt bestimmt noch ein paar Bugs. Balancing ist auch nicht ganz so, wie es sein soll, denke ich mal. Aber insgesamt macht es schon einen ganz guten Eindruck und wir gucken uns dann auf jeden Fall noch die dritte Mission beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, falls ihr das Video davor verpasst habt, schaut oben in die Infokarte. Die Demo könnt ihr euch bei Steam runterladen, den Link packe ich euch mit in die Videobeschreibung, genauso den Link zu meinem Partnershop Games Planet, falls ihr das Video also irgendwann in Zukunft sehen solltet, schaut da gerne mal rein, vielleicht ist es dann auch schon vorbestellbar oder kaufbar und die Steam Keys gibt es immer ein bisschen günstiger bei meinem Partnershop als bei Steam direkt, Link dazu in der Videobeschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, Game One Fan, Kulle, Gorwen und Kirtano und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.